Das evangelische Waldheim in Degerloch, verschlafen im Winter. Im Sommer dagegen Hochbetrieb. Dann verbringen hier über 400 Schüler ihre Ferien. Sport und Spiele machen hungrig. Dagegen kämpft Sieglinde Brändle in der Großküche. Vor 40 Jahren hat sie damit begonnen. Ich habe mich hoch gedient. Am Anfang, da fängt man ganz gleich an mit Spülen. Und dann bin ich ins Kochen gekommen. Und da habe ich mich irgendwie wahrscheinlich gut angestellt. Mit dem Würzen weiß man mit der Zeit, dass man nicht bloß mit dem Esslöffel würzen kann, sondern mit der ganzen Hand oder mit der Schaufel. Und so lernt man die Sache. Mit 80 Jahren ist sie mittlerweile ein erfahrener Großküchenprofi. 400 hungrige Mäuler zu stopfen, macht ihr schon lange keine Sorgen mehr. Wahrscheinlich, weil ich es gern mache, kriegt man einfach in den 3-4 Wochen, wo man hier ist, die Kraft und macht es gern. Ich freue mich eigentlich jeden Morgen, wenn ich wieder komme. Und wenn ich sehe, was man heute alles wieder geleistet hat, ist das einfach eine schöne Sache. Die Schüler bekommen 4 Mahlzeiten am Tag. Zusammen mit 14 anderen Helfern steht Sieglinde Brändle dann täglich bis zu 12 Stunden in der Küche. Ihre Bekannte Maria Haller hat ihr schon gelegentlich beim Kochen über die Schulter geschaut. Ich bin begeistert von ihr. Sie macht das mit so viel Freude. Und das seit wie vielen Jahren? Über 40 Jahre im Waldheim für so viele Leute, über 400 Personen zu kochen. Immer gute Laune, sie ist immer gut drauf. Also bewundernswert.